Ja, klingt übel. Baals Diener sind verraten. 5 auf den falschen Pfad geführt. Ein verborgener Verräter lauert in ihrer Mitte. Der Diener Baals kennt Tod und Zerstörung. Das Gesicht eines Verbündeten, die Maske eines Feindes. Also einer von den 5 spielt die anderen 4 gegeneinander aus, sozusagen. Die Kinder Baals bringen den Tod in das Land. Sie schlachten einander und nähren den Vater. Tod und Verrat marschieren miteinander. Ein Fluss voll verdorbenem Blut reinigt nicht. Elfen und ihre Rätsel. Der Sturm nähert sich und wir schweigen. Hilft, ja, sehr gut. Ein wenig Ruhe wäre angebracht. Wir bringen uns ja noch selbst in Gefahr. Jemand nähert sich euch. Bedenkt mal, was die Geister gesagt haben, wird dieser jemand vermutlich feindselig sein. Ihr solltet euch auf einen Kampf vorbereiten. Ich bin so glücklich, bei euch zu sein. Ich hätte nie gedacht, dass wir so großartige Taten vollbringen würden. Ja? Da bereiten wir uns lieber mal ein bisschen vor. Ich warte. Manus, okay. Potentis, Horror. Habe ich euch also endlich gefunden? Es war ziemlich schwierig, eure Spur in diesem Wald zu verfolgen. Zu viele alte Schutzzauber für meinen Geschmack. Aber jetzt habe ich euch gefunden. Ich nehme an, ihr seid eine Kopfgeldjägerin, welche die Balbrut jagt. Ja, Balbrut, ich klinge, kommt mir irgendwie wie ein Ork oder sowas vor. Toll, ihr habt mich also gefunden. Was wollt ihr? Und wer seid ihr? Alles, was ihr wissen müsst, ist, dass mir die Freude zusteht, euer Leben zu beenden. Ich werde euren Kopf vielleicht neben die Köpfe der anderen Kinder Baals, die ich getötet habe, an der Wand aufhängen. Ich muss mir das erst noch überlegen. Sehr freundlich. Ich habe keinen Streit mit euch, wer auch immer ihr sein mögt. Ihr könnt es ja versuchen, wenn es euch Spaß macht. Ich bin allerdings kein gewöhnliches Kind Baals. Ja, Kinder Baals, warum? Ist das nicht offensichtlich? Ich gehöre ebenfalls zur Baalbrut. Nicht alle von uns rennen wie eine Herde von Schlachtvieh panisch kreuz und quer über Ferün, wie beispielsweise ihr, diese lächerliche Emon oder wie überhaupt fast alle Träger des Blutes von Baal. Einige von uns haben wesentlich größere Pläne. Aha. Die Zeit, zu der sich Alaundos Prophezeiung erfüllen wird, ist gekommen. Die reimenden Geister, die sich hier herumtreiben, sollten euch das bereits enthüllt haben. Große Dinge werfen ihre Schatten voraus. Ihr könnt euren Beitrag dazu leisten, und zwar durch euren Tod. Es wurde bereits alles entschieden. Ich bin Ilacera die Flinke, Kind von Baal. Ich wurde auserwählt, diese Tat zu vollbringen. Ihr könnt euch uns nicht widersetzen. Ja, sehr viel Gelaber von ihr. Genug geredet, dann wollen wir mal herausfinden, wie gut ihr wirklich seid. Das haben schon zahlreiche Leute gesagt, sie sind jetzt alle tot. Ich kann... Und ihr seid eine Närrin, wenn ihr das nicht glaubt. Mit wem arbeitet ihr zusammen? Ich werde diesen Plan aufhalten, egal wie er aussehen mag. Wir werden ja sehen. Ja, wir werden sehen, Talisa. Ja. Oh. Schwarzer Schnitter. Und noch mehr schwarze Schnitter. Ich bin bereit. Jawohl. Wie ihr wünscht. Auf meiner Kehle steht euer Name. Verschwinden wir hier. Wo bin ich eigentlich gerade? Ach, hier oben im Steinkreis, okay. Au.
Ich grüße euch, Gottkind, in dessen Adern das Blut eines Gottes fließt. Ich habe auf euch gewartet. Sind wir schon wieder in der Hölle? So sieht das nämlich hier wieder aus mit den Augen und alles. Und wer seid ihr? Wo bin ich? Ist das ein Traum? Warum habt ihr mich hierher gebracht? Antwortet oder spürt meinen Zorn? Und wer seid ihr? Ich existiere schon seit jenen Tagen, als die ersten Fäden des Schicksals gewoben wurden. Ich folge den Wegen der Götter und bin ihnen zu Diensten. Euren Weg habe ich äußerst sorgsam beobachtet. Ihr Name ist Solar, okay. Unser eigener Diener, der Sterbliche Alaundo, sprach die Worte der Wahrheit, die später zur Prophezeiung wurden. Sie kündet von eurem Kommen und vom Kommen all jener, welche die Nachfahren Baals sind. Mhm. Der Funke des Göttlichen schlummert in allen Kindern Baals. Und die Zeit ihrer Vereinigung ist nah. Ich bin hier, um euch zu helfen, Gottkind. Mir helfen? Wie? Was genau wisst ihr von der Prophezeiung? Was ist das hier für ein Ort? Woher soll ich wissen, ob das nicht irgendein Trick ist? Was genau wisst ihr von der Prophezeiung? Die Nachkommen Baals sind zahlreich. Im Moment werden sie in einem unglaublichen Tempo ausgelöscht. Die Funken, die sie in sich tragen, kehren zu ihrer Quelle zurück. Ein Ereignis von kosmischer Bedeutung spielt sich gerade ab, Gottkind. Ja, mit Quelle meint sie wahrscheinlich Baal selber. Ihr spielt bei diesem Ereignis eine zentrale Rolle. Die Fäden des Schicksals, die bei euch beginnen oder durch euch verlaufen, sind zahllos. Der Ausgang dieses Ereignisses ist noch nicht abzusehen. Deswegen muss ich versuchen, euch so gut wie möglich durch diese schwierige Zeit zu führen. Ja, danke. Und was ist das für ein Ort? Dieser Ort hier ist eine Ebene des Abyss, die einst von eurem Vater Baal regiert wurde. Ihr seid schon einmal hier gewesen. Damals wurde dieser Ort allerdings durch euer Bewusstsein verändert. Also sind wir wieder in der Hölle. Wobei es ist der Abyss, nicht die Hölle. Der Abyss ist der Abgrund, nicht die Hölle. Ja, und woher soll ich wissen, dass das nicht irgendein mieser Trick ist? Ich bin nicht hier, um euch in die Irre zu führen oder euch zu schaden, Gottkind. Ich bin nur hier, um euch zu lehren. Ihr könnt meine Worte selbst beurteilen und, wenn ihr dies wünscht, als Lügen abtun. Ihr selbst seid es, der mit den Konsequenzen existieren muss. Mhm. Also, wie könnt ihr mir konkret helfen? Ich darf mich nicht einmischen. Ich kann euch nur vorbereiten, Gottkind. Euch in eurer Ausbildung helfen. Euch, der ihr noch so unreif und nicht dazu bereit seid, eure Bestimmung zu erfüllen. Was soll das heißen? Ich wollte damit nur sagen, dass ihr noch nicht für die Möglichkeiten bereit seid, die sich euch offenbaren. Euer sterblicher Verstand versteht noch nicht das Ausmaß der Macht, das in eurem Blut schlummert. Als ihr zuletzt im Reich eures Vaters wart, Gottkind, wurde es von eurem Verstand verändert, ohne dass ihr den aktiven Wunsch dazu hattet. Ihr seid noch nicht bereit für diese Macht. Ihr müsst bereit sein. Ihr seid es, der den Ausgang der Prophezeiung entscheidet, obwohl selbst ich noch nicht sehen kann, wie dieser sein mag. Wenn die Zeit kommt, werdet ihr bereit sein. Ich werde dafür sorgen. Mhm. Was wisst ihr von meinen Kräften? Mit dem Wissen kommt Macht, Gottkind. Ich werde zu euch kommen, wenn die Zeit reif ist und sich euer Schicksal offenbart. Wir werden uns bald sehen. Bis zu diesem Zeitpunkt solltet ihr auf das hören, was euer Herz sagt. Und daran denken, dass ihr nicht allein seid. Mhm. Da ist ein Imp. So, endlich seid ihr da. Ich habe auf euch gewartet. Hallo, Sarivok. Mal wieder. Sarivok, was macht ihr hier? Lasst uns in Frieden. Sarivok, bei den geheiligten Schwüren von Sylvanus hat man von euch nie eine Ruhe. Müssen wir eure widerwärtige Existenz ein und alle Mal austilgen, nur damit ihr immer wieder auftaucht? Was wollt ihr von uns? Dieser Typ ist wie eine Falschmünze. Wie eine gerüstete, bösartige Falschmünze mit einer tiefen Stimme. Schweigt, ich habe auf Talisa gewartet. Meine Worte sind nur für sie bestimmt. Hey, richtiges Geschlecht mal. Sarivok, habe ich euch zuletzt in der Hölle getötet? Wo bin ich, Sarivok? Warum habt ihr mich hierher gebracht? Nehmen wir mal die 1. Das habt ihr wohl. Allerdings war es nicht meine Schuld. Ihr habt mich damals beschworen, selbst wenn es mit meinen Worten geschehen ist. Seit jedem Tag habe ich nichts getan, außer zu versuchen, mich neu zu bilden.
Wie ihr euch erinnern werdet, wird das Reich unseres Vaters durch euren Willen geformt. Und zwar umgehe ich davon, ob ihr euch darüber bewusst seid, was ihr tut oder nicht. Ich selbst bin inzwischen ein Nichts, nur noch ein Schatten, den ihr vor euch seht. Wollt ihr damit sagen, dass ich wieder in der Hölle bin? Das erklärt noch nicht, was ihr hier tut. Nun egal, ob ihr ein Schatten seid oder nicht, ich werde euch einfach erneut zerstören. Nehmen wir mal die 1. Ihr wisst nicht, wo ihr seid, oder? Ihr seid nicht absichtlich hier? Ha. Was für eine bittere Ironie. Ihr, der ihr von eurer wahren Macht offenbar noch immer nichts wisst, stolpert noch immer durchs Leben, während ich sage, zu dem hier reduziert wurde. Ha, nun gut, Alisa, ich werde euch verraten, wo ihr seid. Ihr befindet euch im abyssischen Reich eures Vaters, meine Schwester. Das ist die Ebene, die einst von Baal regiert wurde und jetzt geprägt ist von dem Fluch, der euch auf eurer Seele lastet, aber nicht mehr auf meiner. Ihr wart schon einmal hier. Dies ist eine Art Kokor, eine verkleinerte Version des ursprünglich größeren Reichs eures Vaters. Eine Ebene in der Ebene, wenn ihr so wollt. Ich nehme an, euer Verstand hat ihr eine Form gegeben, die euch vor der Macht dieses Ortes schützt. Ziemlich raffiniert, meine Schwester. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr so etwas in euch habt. Egal, ich habe gesehen, wie sich dieses Gebilde geformt hat und seinen Zweck erraten. Deswegen kam ich hierher und wartete. Ich wusste, dass ihr früher oder später kommen würdet und dass wir dann unser kleines Geschäft besprechen können. Was für ein Geschäft schlagt ihr mir vor? Was könnt ihr noch wollen oder fordern? Sagt mir, wie ich von hier wegkomme, mehr will ich ja überhaupt nicht. Nehmen wir die 1. Was glaubt ihr wohl, was ich will, Schwester? Ich möchte existieren, ich möchte wieder leben. Es steht in eurer Macht, das zu verwirklichen. Der kleinste Bruchteil eurer Seele würde ausreichen. Ihr müsst ihn nur freiwillig geben, zusammen mit einem kleinen Teil unseres toten Vaters. Auf diesem Weg könnte mein Fleisch wieder entstehen. Ich würde meine Sterblichkeit wieder erlangen. Sarivok würde erneut leben. Und was würde ich als Gegenleistung dafür erhalten? Ich habe euch bereits einmal getötet. Wie kommt ihr auf die Idee, ich würde euch zum Leben erwecken wollen? Nehmen wir mal das. Ich komme ja nicht mit leeren Händen an den Verhandlungstisch, Talisa. Ihr glaubt wohl, ich wäre ein Narr. Ihr seid stärker als ich, daran gibt es keine Zweifel. Ich kann euch helfen, aber meine Hilfe hat ihren Preis. Und wie meint ihr, mir helfen zu können? Da wäre das Wissen, wie ihr diese selbst erschaffene Ebene verlassen könnt, Talisa. Das ist eines der Dinge, das ich euch geben kann. Obwohl ich davon gar nichts wusste, als ich hierher kam. Aber was ich euch wirklich biete, ist wesentlich wichtigeres Wissen. Ein Wissen aus meinen sterblichen Tagen, als ich beim Eisenturm Macht erlangte. Ein Wissen, das ihr höchst interessant finden werdet. Ich weiß, wie eure Bestimmung aussieht, Talisa. Ich weiß, wo ihr hingehen müsst, um sie zu erfüllen. Versucht es nur selbst herauszufinden, aber es wird bald zu spät sein. Die Zeit der Prophezeiung ist für uns gekommen. Besser gesagt, sie ist für euch gekommen. Wie sieht es aus? Und wie habt ihr dieses angebliche Wissen erlangt? Wissen ist das alles, was ihr mir für einen Teil meiner Seele anbietet? So, was soll mich daran hindern, euch einfach erneut zu töten, nachdem ihr mir alles verraten habt? Sagt mir, was ihr wisst, und ich werde entscheiden, ob eure Informationen einen derartigen Preis wert sind. Gibt es keine andere Möglichkeit, euch wieder herzustellen? Vergesst es einfach, Sarivok. Ich werde euch auf keinen Fall vertrauen. Und was plant ihr, mit eurem neuen Leben anzufangen? Nun gut, ich bin mit euren Forderungen einverstanden. Nehmen wir erstmal die 1. Ich habe viel altes Wissen gesammelt, während ich noch lebte, meine Schwester. Wie ihr euch sicherlich erinnern könnt, hatte ich das Ziel, das Erbe unseres Vaters anzutreten. Ich bin wohl tot, aber dieses Wissen ist noch immer gültig. Für euch gültig. Wie sieht es aus? Und was plant ihr, mit eurem neuen Leben anzufangen? Ich weiß es nicht. Ich werde es auf jeden Fall vermeiden, euch im Wege zu stehen, Schwester. Einst haben meine Ambitionen mein ganzes Leben beherrscht, aber jetzt, wo der Funke verflogen ist, jetzt weiß ich es einfach nicht, aber ich will leben. Gibt es keine andere Möglichkeit? Vielleicht stimmt das ja. Ein Funken der göttlichen Energie raucht aus, egal von welchem Kind Basis kommt. Ich zweifle jedoch daran, dass unser armes kleines Schwesterherz hier den Mut hat, der dazu notwendig wäre. Er spricht von mir, oder? Ein Teil meiner Seele würde ihn auch wieder zum Leben erwecken. Unglaublich, ihr seid jetzt so von selbst drauf gekommen, was? Nur der Gedanke, einen Teil eurer herzigen, süßen Seele für alle Ewigkeit in mir zu haben, erfüllt mich zwar nicht gerade mit Entzücken, aber ja, das würde auch gehen. Ich bin nicht so süß, wie ihr denkt, Sarivok. Außerdem habt ihr keine zweite Chance verdient, ihr habt Gorion getötet. Während ich meinen ehrgeizigen Plänen nachgegangen bin, habe ich wesentlich mehr Leute als nur ihn getötet. Stellt euch doch einmal selbst die Frage, wie viele Leute ihr getötet habt, oder Talisa. Seid ihr so unschuldig, war es Gorion? Ich bitte euch ja auch nicht um Vergebung.
Und ihr würdet sie auch nicht bekommen. Ich weiß einfach nicht, Talisa. Er hat es nicht verdient zu leben. Aber wenn es wichtig ist, wenn es wirklich wichtig ist, gebe ich ihm einen Teil meiner Seele. Ihr habt meine Seele vom Bodhi gerettet. Ihr solltet nicht schon wieder ein Opfer bringen müssen.